So, willkommen zurück zu den Totenländern und damit weiter gehoppelt in Elder Scrolls Online. Wir müssen diese Viecher davon nochmal besiegen, wie ärgerlich, weil ich kurz AFK war. Ja, wir sind immer noch, also wir sind in der örtlichen Filiale der Totenländer. Das ist so ein bisschen schwierig mit dem Übergang. Ich glaube, das ist, man sollte sich nicht die Ebenen von Oblivion als dreidimensionalen Ort vorstellen. Hält das Vieh sich gerade selber? Wie sehen wir das? Man sollte sich die Totenländer nicht als generell die Ebene von Oblivion nicht als dreidimensionalen Ort vorstellen, den man halt irgendwie betreten kann, den man da einfach wie. Also, du läufst halt nicht am Rand der Welt und bist dann irgendwann um Oblivion, so funktioniert das nicht. Obwohl das auf den Zeichnungen immer Mut so aussieht. Bringt den Sieg. Ja, ich glaube eher nicht. Sondern ist es eher so, dass du. Das ist eigentlich die Frage. Das gibt es andere Planeten, theoretisch? Also, das hat sich bestimmt keiner ausgedacht. Aber. Sie haben euch! An sich? Nee, auf jeden Fall, das ist eher, es sind eher so übereinander schwimmende Realitäten. Siha, die Geschichte mit den Türmen und den Stab der Türme, das war im Rahmen der Psychic Quest in Summercent erlebt haben. Hey, guck mal, ein großer, auffälliger Hebel. Es hat geklappt! Nun können wir hinüber. Okay, ich sehe gerade, die Brücke hat zwei Seiten. Also die Seile einfach durchzuschneiden hätte auch nichts gebracht. Und die Levitation ist offiziell anscheinend noch nicht erfunden, aber immer noch nicht verboten worden. Das ist auch ein Ärger, das ist der Levitationszauber. Wir sind den verboten haben. Das, Alter. So, ich die. Das fällt mir gerade ein. Woher habe ich das eigentlich her? Weil in Skyrim gibt es ja keine Levitation. Ich hatte irgendwann mal gehört oder gelesen, dachte ich zumindest, bilde ich mir jetzt ein, dass Levitation verboten ist. Im Ernst? Lava und ein unheilvoller Himmel? Das Reich des Vergessens ist merkwürdig. Ja, vor allen Dingen frage ich mich ernsthaft, wo die ganze Lava eigentlich herkommt. Also, das. Das Ding ist ja, die Lava im Reich des Vergessens, also diese Welt hier folgt ja immer noch irgendwelchen Regeln der Physik, ne? Das heißt also, irgendetwas muss diese Lava erwärmen. Also entweder steht das komplette Reich des Vergessens auf riesigen Vorkommen von irgendwelchen radioaktiven Material, das wiederum woanders herkommt. Aber eigentlich ist alles ein Traum, insofern ist es wahrscheinlich doch nicht so wichtig. Brennt das Vieh da vorne? Ah, ist eine Tetrarad, okay, die brennt tatsächlich. Evely? Bleiben wir in Bewegung. Okay, gut. Immerhin verändert sich hier nicht alles. Aber größtenteils wahrscheinlich nur, weil die Engines nicht hinkriegt, ne? Wir erinnern uns mal, also an sich müsste sich eigentlich diese Zwischenebene oder diese reingebluteten Ebenen von Oblivion müssten sich eigentlich. Oblivion? Doch, Oblivion ist das generelle Ding. Nicht? Die Totenländer sind sich spezifisch und genau wie der komische Zwielichttraum und so weiter und so fort die anderen Orte sind, die explizit einen Fürsten dastehen. Müssten die sich ja eigentlich komplett andauernd verändern. Siehe. Dishonored 2, die Villa des, die Uhrwerk-Villa, Clockwork, wie hieß denn auf Deutsch? Ach, ich hatte neulich was aber auf Englisch gelesen, weiß nicht mehr, wie das Ding auf Deutsch ist. Ein Dremora-Assassine haut den armen Ogrim? Oh, jetzt sind die kleinen Mini-Schrecks mir wie leid. Ja, Dremora, na gut. Aber ich ignoriere die einfach. Das, die, auf jeden Fall diese Uhrwerks-Villa, da verändert sich ja auch andauernd alles. Und so in etwa müsste das ja auch funktionieren. Der Beobachter? Das sind die Der Lavafluss ist schon extrem mächtig, dass der dauerhaft so läuft. Oder aber das Naturgesetz ist einfach einfacher und das ist ein spezieller Stein, der rot leuchtend brennt. Ich glaube, das ist die Beobachter. Das sieht irgendwie ein bisschen angegammelt aus, der Beobachter. Das ist nämlich der Dremorin, der hier. Oh. Kann man Dremora-Assassinen eigentlich ermorden? Ich meine, das ist die Klinge eines anderen Dedras. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber an sich sind die humanoid, ne? Oh. Der Tag ist unser! Na, aber sicherlich, da ist halt das Bastian. Ich würde eigentlich nur mal kurz gucken, ob hier irgendwas Schönes ist. Ey, sag mal so! Warum ist der Felsen noch nicht weggeht? Das geht ja bestimmt seit einiger Zeit. Oh. Guck mal, Folterbänke mit Aussicht. Irgendwie so Lava aus der Entfernung ist bestimmt sehr, sehr, sehr warm. Wahrscheinlich heiß genug, um dich zu verbrennen. Ich habe übrigens zwischenzeitlich noch in der Pause kurz mich weiter mit dem Mysterium Tarxis auseinandergesetzt. Es gibt da wohl verschiedene Theorien. Also das ist. Kapitän Kriechstrom kann da eventuell mehr Einsicht zu machen, aber bis zum Verliebungsstück wieder das. Welche Artikel, die da wohl mehr sagen, weil ich google immer nur sehr oberflächlich. Während ich spiele meistens in Dialogen, wenn ich das rausgucken will. Auf jeden Fall ist Tarxis anscheinend der altmerische Gott des Alterstums, blablabla. Der Sieg ist grausam. Aber die Niederlage ist schlimmer. Es sind nur Dedra, die kommen wieder. Das ist alles gut.
Ziel ist aus Reichweite. Ich stehe direkt davor. Okay, dann nicht. Ich habe übrigens gerade außerdem meinen umgezogen. Des Zaxes selbst ist der Dremorat des Fliegen. Ne, ihr kämpft euch irgendwie nur. Quatsch, Zaxes selbst ist halt, wie gesagt, der Gott, der Hochelfengott, der des Wissens, Ahnenschaft und so weiter und so fort. Und das Mysterium Zaxes wurde zwar von Dagon geschrieben, aber irgendwie mit Wissen, das Zaxes hat. Und das Wissen, was Zaxes hat, wiederum, hat er irgendwie aber auch von Hermios Mora. Aber er hat auf jeden Fall. Und das Wissen, das Mysterium Zaxes ist auch irgendwie aus dem Ogner Infinitum geholt. Und das große Mysterium ist anscheinend so, dass das Nirn halt irgendwie der Zerstörung entspringt und nicht des Schaffens. Okay, ich kann anscheinend nichts looten, aber es heißt bestimmt, dass man immer. Nee, das heißt nicht. Okay, jetzt hier so. Ja, okay. Ja. Aber das ist jetzt nicht so überraschend, weil wir wussten ja bereits, dass es sich um Lorcans Welt handelt, beziehungsweise es hat sich ja irgendwie um Lorcan herum gebildet und Lorcan ist jetzt ja irgendwie nicht die Krone, also nicht die Schöpfung selbst, sondern eher das Gegenteil. Naja, sie ja Herz von Lorcan. Also ich komme mit der Lore auch mal ganz schnell durcheinander. Wie gesagt, das ist, es gibt einen Zuschauer namens Captain Kriegsturm, der mir gerne mal irgendwelche Artikel verlinkt. Auch ihr könnt von diesem Wissen profitieren. Obwohl, neulich hat er was, da hat er einen Kommentar geschrieben. Ich habe den gesehen als Benachrichtigung. Ich habe den Kommentar selbst auch nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob er irgendwer gelöscht hat. Oder ob der irgendwie weggespammt, blockt wurde. Ich konnte ihn auch nicht retten. Das passiert mal manchmal. Das von meinen wenigen Kommentaren noch welche wieder verschwinden und ich hier nicht wiedersehe. Oh. Ich fragte mich schon, wo ihr abgeblieben seid. Ich brauche euch noch einmal. Wie bist du durch die letzte Tür gekommen? Das sind hier immer wieder so für passiert. Hallo, Lyra. Kleine Sterbliche, ich kann nicht weitergehen. Ein weiterer Schutzzauber versperrt mir den Weg. Kümmert euch bitte darum. Ja? Noch mehr Schutzzauber? Wie bist du an den letzten vorbeigekommen? Darf ich die Frage mal stellen? Ja. Das gesamte Innere hier ist mit diesen verdammten Ärgernissen übersät. Unterbrecht den Zauber, damit wir unsere Suche fortsetzen können. Ich glaube nicht, dass uns viel Zeit bleibt, bis die Dagonisten eintreffen. Ja, aber wir in die Tür geöffnet haben, anstatt die wieder zuzumachen. Dieser Ort ist drinnen größer als draußen. Ja, das ist jetzt nicht so überraschend, oder? Sehr aufmerksam. Der Bau ist von einer Magie durchdrungen, die es dem Gewölbe erlaubt, sich so zu verhalten, als wäre es eine kleine Ausstülpung des Reichs des Vergessens. In gewisser Weise ist es das wohl auch, schätze ich. Diese äußeren Teile, durch die ihr gekommen seid, dort koexistieren die toten Länder und Nirn. Ja, aber wo kommen denn die Teile von nun her? Weil draußen fehlt an sich nichts, soweit ich das sehen konnte. Also draußen war ja alles da, ne? Da waren ja nicht irgendwie, die Landschaft war ja nicht irgendwie verzerrt oder wie sie jetzt, na gut, koexistieren. Das gehört alles zum großen Plan von Meronis Dagon. Er glaubt, Nirn gehört ihm. Und er hat lange nach einem Weg gesucht, seine Ebene im Reich des Vergessens mit der Welt der Sterblichen zusammenzubringen. Vielleicht sind die Ambitionen ein weiterer Schritt in diese Richtung. Nun, ja. Öffnet diese Tür. Ja, da kann er ja mal mit seinen anderen Dietra-Kumpels reden. Die haben da auch voll Ahnung von. Na gut, lebt wohl. Achso, warte mal. Evely? Evely? Wir haben Evely verloren. Oder ich habe sie gerade dreimal beim Umdrehen gesehen. Das unterbricht den letzten Schutzzauber. Ey, es ist diesmal noch sogar vier. Ein Schutzzauber. Verdammt! Ich platziere das Buch. Ihr dreht die Würfel. Hast du bereits getan, ist ja schön. Ist denn das zu fassen? Noch ein Schutzzauber auf noch einer Tür. Kaiser Leowig war wirklich entschlossen, die Leute draußen zu halten. Oder ich schätze, diese Vorkehrungen können auch etwas drinnen halten? Jedenfalls werden wir das nie herausfinden, indem wir hier nur herumstehen. Da die Schlösser versucht mal, diese Schutzzauber zu stören. Da die Schlösser außen sind, vermute ich mal eher drinnen halten, oder? Nee, kommt ja noch so viel Einrichtung. Geht das schneller, wenn ich die einfach so anklicke? So. Nee, ich muss stehen bleiben, um sie zu bewegen. Das hat etwas bewirkt. Ja, wow. Gute Arbeit. Macht weiter. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Dädrische Symbole lassen mich schaudern. Aber ich glaube, es klappt. Wenn der Schutzzauber ist aufgehoben. Ihr habt es geschafft. In der richtigen Nun Reihenfolge finden wir heraus, was so viel Schutz brauchte.
Aber das Problem ist halt, dass diese Rätsel auch keinen Spaß machen, weil die dadurch, dass die Mechaniken halt so clunky sind oder beziehungsweise jedes Mal, wenn du so ein Ding benutzt, ist es ja 100 Millisekunden hin, 100 Millisekunden zurück. Das nimmt halt... Wie ist das, Schwester? Dramatischer Destron, mehr Elan. Kalia, sorgt einfach dafür, dass es diesmal auch wie ich aussieht. Oh, Bruder, ich fange immer euer echtes Ich ein. What? Menschen? Wo sind die dädrischen Waffen? Wer sind diese Eindringlinge? Ich spüre die Kultisten. Sie sind in der Nähe. Bald, Elfin. Findet heraus, was hinter diesen Türen ist. Obacht, Bruder. Sie wirken gefährlich. Gefährlich? Wir sind Helden. Na schön, Lyrant. Ich spähe die Gegend aus. Ihr sprecht mit ihnen, Partnerin. Naja, es heißt die Ambitionen, ne? Das sind Künstler. Ist das nicht ambitioniert? Eine unerwartete Wendung. Könnten diese Sterblichen die Ambitionen sein? So oder so, ich sehe nur zwei von ihnen, nicht vier. Sprecht mit ihnen. Fragt nach, ob sie uns etwas über Leowigs Geheimnis sagen können. Doch sputet euch. Ich spüre, dass die erwachende Flamme bald hier sein wird. Aber sicher doch. Mich interessieren eigentlich viel mehr die Gewölbe. Sie müssen ja hier irgendwie länger schon Essen kriegen, oder? Wir sind blind. Wir dienen den Zwillingen, den Steinböcken. Den Steinböcken. Aber es sind blinde Diener. Wir leben, um zu dienen. Die sehen schon recht alt aus, ne? Aber mit irgendwas müssen die doch halten bleiben. Oder halten werden. Und sie haben nur ein Gemälde? Ich meine, die Farben müssen doch schon seit 1000 Jahren alle sein, oder? Eine unerwartete... Destron? Erklärt euch, wer seid ihr und warum seid ihr in unsere Klausur eingedrungen? Oh, die klassische Bedeutung von Klausur übrigens. Sich unter mehreren Tagen einschließen, um etwas zu erreichen. Deswegen die Klausur in der Schule nicht mehr so ganz dieser Definition entspricht. Ich hatte seinerzeit einen mittlerweile verstorbenen Physiklehrer, der das immer wieder angemerkt hat, dass das Wort Klausur komplett falsch benutzt wird. Der hat natürlich recht, pedantischerweise. Nun gut, wir sind auf Geheiß von Leavin und Gideon hier, den Städten. Wir suchen den vier Ambitionen. Vier Ambitionen? Ihr meint einen ehrlichen Wunsch oder etwas, wonach man strebt? Wie kann denn so eine Idee auch gleichzeitig etwas Greifbares sein? Das ist eine gute Frage. Aber wisst ihr, dass Namen nicht immer gleich das bedeuten müssen, was sie aussagen? Wir gingen davon aus, dass es sich um die Waffen handelt, mehr oder weniger. Waffen? Hier gibt es keine Waffen. Nur meine Schwester Kalia, mich und unsere Fürsorger. Früher haben uns Lehrer besucht und der Kaiser. Aber wir haben schon viele Jahre lang keine Menschenseele mehr gesehen. Seht euch gerne um, wenn ihr denn müsst, doch lasst uns in Ruhe. Die Synchronstimme ist irgendwie komisch. Und zweitens, wie ernähren die sich? Der Nahrungsaufwand für vier Leute ist bereits erheblich. Ich wusste, dass ich etwas Seltsames gespürt habe. Als ob in der Ferne Glas zerbricht. Wer seid ihr? Und warum habt ihr die Schutzzauber gestört? Aber die sehen selber jung aus. Und selbst wenn sie Kinder waren, das ist ja 20 Jahre her mit Leowig, müssten sie trotzdem älter sein, oder? Ja, wir suchen die Ambitionen. Die vier Ambitionen? Ein merkwürdiger Ausdruck. Verratet mir doch bitte, was diese vier Ambitionen sind, nach denen ihr sucht. Ob das eine Falle ist? Beziehungsweise halt eine Sicherheitsabfrage ist, dass du wissen musst, was die vier Ambitionen sind. Und die beiden es sonst das zwar wissen, aber nicht sagen, wenn du es nicht weißt. Bin nicht ganz sicher. Waffen? Wir haben hier keine Waffen. Zumindest keine, von denen ich wüsste. Seht euch gern um, wenn ihr mögt. Vielleicht findet ihr ja, wonach ihr sucht. Vielleicht auch nicht. Das klingt auch wieder mysteriös, ne? Von den Kalia und Destron. Seht euch in dieser Kammer um und bringt so viel in Erfahrung, wie ihr könnt. Ich möchte diese Sterblichen noch ein paar Augenblicke länger untersuchen. Ich spüre da etwas. Etwas? Also dieses Totem, das habe ich tatsächlich vorher komplett übersehen. Interessant. Ein Totem zur Ehren von Myrones Dagon, glaube ich. Aha. Seht euch in dieser Kammer um. Das
Bild, was sie gerade gemalt hat? Mit welchen Farben? Destron sagt, ich habe mich verbessert. Ja, ja. Oh, ein Buch, das ich auch komplett übersehen habe. Wann ist es? Ein einzelnes Bild? Destrons Tagebuch. Wir sind die Zwillinge. Wir sind die Steinböcke. Die Fürsorger sagen, dass unsere Ausbildung und unsere Situation bald ihr Ende hat. Aber es kommt einfach niemand. Wir haben seit vielen Jahren keinen neuen Lehrer gesehen. Und sogar der Kaiser, der uns häufig besuchte, ist seit Kalias und meiner Kindheit abwesend. Haben wir ihn irgendwie enttäuscht? Ist er wütend auf uns? Kalia und ich widmen uns weiter unseren Studien. Wir haben unsere Aktivität, aber wir sind einsam. Die Fürsorger helfen uns, wo sie können, aber sie sind todessterbenslangweilig. Ich weiß, dass Kalia die Welt außerhalb unserer Klausur sehen möchte und ich sehe nämlich nach Abenteuern. Ich möchte die Orte sehen, von denen ich bisher nur gelesen habe. Sie erzählen uns, dass es bald soweit sei, aber sie verraten uns nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Nun denn, wir können wohl noch ein wenig länger warten. Und ich habe keine große Wahl. Unterlass das bitte. Das ist persönlich. Hä? Ist die Zeit endlich gekommen, um die Steinböcke freizulassen? Seht nach Eveli. Ich werde Kalia und Destron in Sicherheit bringen. Oh, das klang nach einem sehr tödlichen Dings. Hat Angst? Tja. Dieser Schrei. Was geht dort draußen vor sich? Erzähl doch mal was über das Gewölbe. Gewölbe? Komisch. So hat Kaiser Leovig unser Zuhause immer genannt. Wir bezeichnen es einfach als unsere Klausur. Ich schätze, wir können hier nicht bleiben. Nicht nach dieser Sache. Diese Sache? Den Schrei oder was? Brauchen wir nicht eingeschlossen? Bei euch klingt das nach einem Gefängnis. Dies ist unser Zuhause. Es wurde gebaut, um uns zu beschützen, um uns zu behüten. Die Kaiser haben uns auf etwas Besonderes vorbereitet. Sie meinten, sie würden uns mehr darüber erzählen, sobald die Zeit dafür reif ist. Doch diese Zeit ist nie gekommen. Die Kaiser? Warum die Kaiser? Der Vater auch schon? Eure Freundin klingt, als würde sie in Schwierigkeiten stecken. Ihr solltet zu ihr gehen. Noch irgendwelche Infos über das Gewölbe? Gewölbe? Oh, ihr meint unsere Klausur. Dies ist unser Zuhause. Abgesehen von unseren Wohnräumen gibt es noch Kammern, in denen wir studieren und üben können. Sogar Orte, wo wir ins Freie können, um uns an den Feuerfeldern und den Lavaseen zu erfreuen. Ach so, okay, gut, das würde zumindest erklären, warum es diese Teile gibt. Na gut, das ist nicht klar, dass sie... Na gut, wenn sie seit Kindheitstagen sind, haben sie doch eigentlich kein Konzept davon, oder? Eine Gefangene? Nein, so habe ich das nie gesehen. Man kümmert sich hier um uns. Man beschützt uns. Es stimmt schon, unsere Ausbildung ging die letzten paar Jahre etwas langsamer vonstatten. Genau wie das Sammeln neuer Erfahrungen. Aber dies ist unser Zuhause. Wir lieben es hier. Zumindest taten wir das. Bis all ihr Fremden kamt. Ja, sorry. Aber trotzdem, wo hat sie zum Beispiel ihre Klamotten her, wenn sie seit Kindestag ist? Muss ja eigentlich schon alles lange, lange vorbereitet sein, oder nicht? Das Beben in der Stimme der Waldelfin lässt mich vermuten, dass die Kultisten der erwachenden Flamme eingetroffen sind. Geht. Helft eurer Freundin. Ich werde für die Sicherheit der Zwillinge sorgen. Ja, ich würde vermuten, dass das durchaus... Ja, das überlassen die Zwillinge bei dem Dedra? Das ist bestimmt eine super Idee. Ich ahne, wie tiefe Gewölbe des Untergangsgewölbes Kabuks ist. Ach, das sind die. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an so eine Vault aus Farlord. Ach, guck mal, da ist Eveli. Mensch. Vandasias Kultisten sind hier. Wir brauchen einen Plan. Wie sind die hier reingekommen? Vor allem auf der Seite. Warum sind die alle so nackt? Na, ich würde gerade meckern, dass die schon wieder alle hier so bauchfrei sind, aber das ist sowohl ein Männer- als auch Frauending. Sie dürfen alle ihre harten Bauchmuskeln zeigen. Hervorragend. Ich bin ja mal sehr für Gleichberechtigung bei solchen Geschichten. Hallo, Evo, die grüße dich. Portale öffneten sich rings um mich und plötzlich waren da überall Kultisten. Wir hätten vielleicht nicht die Diegel so brechen sollen, sondern irgendwie anders. Ich meine, anscheinend war Leovic ja auch öfter mal hier. Und ich glaube nicht, dass er das Siegel jedes Mal in seiner vollen Stärke aufgebaut hat, oder? Na gut, wie ist es überhaupt gelungen? Ja, wir haben die Siegel aufgemacht. Nun, wir haben alle Schutzzauber aufgehoben, die diesen Ort beschützten. Ich habe so viele von Vandasias Irren mit Pfeilen gespickt, wie ich nur konnte. Aber der Rest von ihnen hat sich zerstreut. Wo sind die hin? Tiefer in das Gewölbe hinein. Verdammt, dieser Ort ist riesig. Ich nehme an, ihr habt da in diesem anderen Raum nicht zufällig die dädrischen Waffen gefunden? Nee, nur die Zwillinge. Von denen ich jetzt mittlerweile ausgehe, dass es sich um 4 Kinder von Dagon berührt handelt? Wäre zu vermuten, ne? Ich meine, Kunst und Schaffen ist... Wenn der eine will Abenteuer werden, die andere will... 4 Ambitionen. Er will in die Welt hinausgehen und Abenteuer erleben. Sie will die Orte sehen. Also Neugier. Neugier und... Kampfeswille? Mut? Neugier, Mut? Neugier und Mut können. Das sind die Zwillinge. Die Steinböcke, ne?
Na gut, mehr Mysterien beim nächsten Mal, wenn es damit heißt, erst los online. Wir sehen uns dann. Macht's gut, bis dann. Ciao. Aber, achso, letztes Wort. Das würde jetzt übrigens erklären, warum dieser Ort so viel reichhaltiger aussieht als die anderen dieserischen Orte. Das Fischen. Weil die anderen Dedra-Orte, die wir sonst so kennen, sehen sehr, sehr armselig aus. Und das hier sieht schon sehr kunsthandwerklich aus. Wenn das tatsächlich irgendwie die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kinder von Dagon sind, oder irgendwie andere Sachen, die ihm wichtig sind, würde es erklären, warum es hier so viel Ressourcen in Kunsthandwerklichkeit geflossen ist, nicht wahr? So, damit aber lasse ich euch. Bis zum nächsten Mal.